Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Eigentlich wollte ich euch die gute Widowmaker vorstellen, aber irgendwie lässt die gute auf sich warten. Wir haben uns zwar verabredet zu einer Review hier, sie sollte Stargast sein in dieser Folge, aber ich weiß ja nicht... Was ist das denn? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Das ging nochmal gut, Leute. Hier ist sie. Wir können die Review doch starten. Los geht's. Ja, Leute, da die Gute unterwegs war, ist sie natürlich nicht mehr in ihrem Karton drin. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns ihn zuerst an. Pop Games von dem Spiel Overwatch. Die Nummer 94. Hier das halbe Artwork von der guten Widowmaker. Hier der Name. Funko Blizzard exklusiv im Store kann man die kaufen. Ich glaube, für 10 Dollar habe ich mir die geholt. 10 Dollar müsste das sein, genau. Dann Pop Games, das komplette Artwork von der Widowmaker. Dann nochmal der Name. 94. Entschuldigung. Hinten sehen wir dann... Pop Games, Overwatch, das Symbol, die 94 und die anderen Figuren von Overwatch, die Tracer, den Reaper, die Widowmaker. Das ist jetzt die normale Version. Wir haben jetzt eine spezielle Version, wie ihr gleich sehen könnt. Hat sich natürlich heute extra hübsch gemacht für diese Review. Die 95 ist die Pharah, die 96 den Soldier 76 und 97 den Winston. Das ist ein großer Pop, ich glaube, der ist dann so 15 cm groß. Pop Games, den kompletten Namen, Widowmaker 94, das halbe Artwork vom Kopf. Oben natürlich immer dasselbe und unten die Warnhinweise. Gut, dann holen wir mal die Gute hier hin. Ja, was mir beim Auspacken sofort aufgefallen ist, aber das seht ihr auch gleich. Im Blizzard Store hieß es, sie ist von der Farbregung her Patina. Das heißt ja, diese Rüstung, die sie jetzt hier auf dem Kopf hat, alles was Gold ist und diese müsste ja so ein bisschen so ein... Effekt haben. Ihr kennt das ja, wenn Münzen alt sind, dann werden die so ein bisschen grünlich. Ich kann mal eben noch einen Pop dazu holen, der Patina ist. Einen Moment. Hier haben wir den, ihr seht den Effekt, also das ist ein Patina-Pop. Das sind auch diese Effekte, wie ich meine, wenn ihr so eine 2 Cent, 5 Cent Münze habt und die ein bisschen älter ist, dann sehen die so ein bisschen, ja, so einen oxidierten, sage ich jetzt mal einfach, aus. Aber die ist Gold, den tun wir zur Seite, darum geht es halt nicht. Aber die ist halt Gold. Da finde ich, hat... Blizzard falsch geworben in ihren Store. Die hätte Widowmaker Gold Edition, nicht Patina Edition heißen. Ist aber gut, ist ja egal. Figur gefällt mir trotzdem sehr gut. Wie gesagt, hier vorne ihr Visier mit den 8 Gucklöchern oder wie nennt man das? Weiß ich gerade nicht. Ist auch egal. Auch vom Paintjob gefällt mir sehr gut. Hier die Waffe sieht auch sehr nice aus. Ich drehe die Gute mal. Den Ohrring natürlich drin. Die Haarfarbe, gut, ich weiß es doch. Klar, bläulich hat sie. Hinten, da muss ich den Kopf ein bisschen drehen. Ist auch sehr nice. Haben wir das Spinnensymbol hinten drauf. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Die Bemalung von der Rüstung, muss ich sagen, ist auch sehr gut gelungen. Da ist jetzt nichts drüber gepinselt oder so. Für die vielen Details sehr gut, finde ich das. Unten drunter natürlich der Stempel. Die Gute hat einen Stand wieder mit, weil der Kopf einfach zu wuchtig ist. Ich weiß gar nicht, ob sie so stehen würde. Ja, mit viel Geduld würde man das hinbekommen, aber ihr seht, den Wackeltest hält sie nicht aus. Deswegen lieber auf das Ding hier drauf klipsen. Dann hält sie auch. Ja, ich muss sagen, der Pop gefällt mir sehr gut, aber Blizzard hat leider ja... falsch geworben mit Patina, deswegen, ich weiß nicht, hätten sie Gold hinschreiben sollen, wäre alles gut, aber Patina, ich halte nur mal zum Vergleich daneben, ist für mich sowas hier und nicht sowas. Aber nichtsdestotrotz gefällt mir die Figur sehr gut. Wenn ich die Review gefallen habe, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr noch nichts habt. Die nächsten Tage, es steht ja jetzt Halloween vor der Türe, kümmere ich mich ein bisschen so ums Thema Horror. Es kommt noch die King's Loot... Kingsbox, die habe ich euch ja versprochen. Dann kommt ein spezielles Let's Play. Ja. Da bin ich selber schon drüber gespannt. Ich habe mich extra noch nicht gespoilert mit dem Spiel. Ja, und noch andere Horror-Pops. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.